Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Biberfelde. Und das erste ist ein Amok, was ich reinkriege. Wo ist denn hier Funkstreifenwagen? Was wir den als erstes da hatten. Man, man muss den Amok laufen. Ja, einmal so. Also ich hoffe, dass ich nicht zu sehr gleich durch den abgelenkt werde. Okay, das hat nochmal geklappt. Und eine Minute. Ne, also normal, ich hatte jetzt mal wieder Biberfell gemacht, weil ich möchte eins gleichmäßig aufgeteilt, was ich so mache. Ich habe jetzt, glaube ich, so 4 Projekte sogar schon an. Ich wollte nur sagen, 2 Feste. Ich gucke einfach so, wie es mir gefällt. Ich habe jetzt einmal hier Biberfelde, was ich sehr gerne mache, dass ich gerne als Stammprojekt behalten möchte, aber mittlerweile auf Winterberg fest. Winterberg, was ich gerne mache. Auch wenn ich momentan nicht ganz weiß, ob da die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn es abstürzt zu Stadtfeld. Deshalb muss ich da gucken, wie das da aufnahmetechnisch ist. Ich gucke jetzt hier auch zum ersten Mal wieder, ob hier 20 Minuten gehen. Und dann werde ich da gucken. Weil sonst kann ich zum Beispiel Winterberg nur 15 machen, hier aber meistens immer 20. Da gucke ich halt, weil ich euch meistens immer dieselbe Zeit bieten möchte. Ich hatte gestern noch die Dorfmod gezeigt. Die fand ich eigentlich auch recht gut. Die würde ich auch gerne festmachen. Ich muss einfach gucken, also Biberfelde ist einfach für mich so ein Stammprojekt. Und die Stadtfelde auch. Weil ich eigentlich mit den zwei Mods sehr viel Spaß habe. Auch wenn die Stadtfelde manchmal mit der Alarmierung etwas lange braucht. Also nicht mit der Alarmierung, Entschuldigung, ich meine von den Einsätzen her, bis da welche reinkommen. Und wenn es dann nicht wieder immer ist, BMA, 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 und bei den meisten BMA ist da nichts, finde ich, ist das auch nicht so spannend. Deshalb würde ich da vielleicht über die Dorfmod zeigen. Dass der Biberfelde die Dorfmod kommen momentan zwischendurch dann mal so Winterberg und ab und zu dann mal Stadtfelde. Schwerer Herzinfarkt. Schauen wir mal los, Leute. Damit da einfach besser als ist. Also Biberfelde müsste nicht, also wird hier immer nur als Hauptprojekt, finde ich, bleiben, nur meistens Teil habe ich jetzt angefangen mit Biberfelde, hatte ich da auch nicht mal großartig Lust zu. Und deshalb hatte ich dann Winterberg gemacht, das war so ein Abwechsel. Ich gucke jetzt halt einfach, wie sich das da entwickelt, wie es mir aufnahmetechnisch möglich ist. Dann werdet ihr es ja sehen. Ich werde dann auf eurem Feedback berücksichtigen, wie euch das gefällt. Dann dessen werde ich das dann ändern, dass wir alle auf eine gemeinsame Lösung kommen. Zack, zack, jetzt ja. Mal den Köfferchen, Köfferchen. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja?
Brotarzt. Die sieht aber gar nicht gut aus, die Dame. Ja? Ah, das ist ja richtig. Nee, randaliert wird hier nicht. Mal gucken, wie ich jetzt ein bisschen angeknallt kriege. Jetzt will ich nur mal gucken, wie ich den RTW am besten da anfangen lasse. Wie lasse ich den jetzt am besten an? Ich klappe auch so. Lass du mal bitte zurück, danke. Der RTW auch aber so anfahren. Haben wir das am besten geregelt. Okay, dann kann der ja schon mal eine Trage holen. Einmal absetzen. Käuferchen holen. Oder das wird dann die notwendigste Bahn ummachen, der Herr muss ja hier nicht im Dreck liegen. Okay, den hat dort schon fortfähig gemacht. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Ja, du bist überhaupt transportfähig. Wird ausgeführt. Der eben müsste sogar schon transportfähig sein. Gucken wir mal, ob er Notarzt braucht, Begleitung. Mal gucken, wie das jetzt aussieht hier. Voranmeldung in OP. Ja, okay. Aber man backt das jetzt? Ja, das geht auch. Den hätte ich nicht so nah parken können. Jetzt seht ihr aber, manchmal läuft das hier auch nicht ganz glatt. Den können wir dann noch gebrauchen. Warte mal, da ist der andere RTW praktischer. Hast du den jetzt auch wieder... Ne, den hat's kaputt gemacht, sagen wir so. Wo haben wir ihn? Ich gerade überlegen, welcher RTW war das denn? Na, 1111. Kann ich ein RTW mit einer 0 vorstellen? Aber fliegt nicht. Also. Ja, okay, da geht der doch. Schlaganfall. Ich dachte, das der RTW wäre komplett weggepackt. Deshalb hatte ich gerade nachgesucht, wo denn der kaputte Rettungswagen drin ist. Ups,
Warten wir mal, das regeln wir anders. Polizeimotorrad. Der liegt da hinten so in der Ecke, oder? Ja, tut er. Ist mit Schlaganfall. Zack. Kannst du einmal bitte rein? Was gibt's? Mitgemacht. Ja? Schon unterwegs. Also. Dann könnte der hier einmal nachrücken. Was gibt's? Habe verstanden. Ja? Was gibt's? Die sieht nicht so gut aus. Also RTW, guck mir mal lieber hier nicht an. Führe. Möchte ich den im RTW zum Fortschritt machen? Führe. Bin unterwegs. Ich hasse es, wenn das Weg findet, nicht findet. So, dann bitte einmal hier aufs Gelände drauf fahren. Du, gleiche. Ist in Arbeit. Was mein Was gibt's? Na, ich glaube, ich muss das eigentlich erst ein bisschen weiter zurück parken. Weil hier um die Ecke parken. Stört das hier gleich. Ich glaube, sonst findet der RTW gleich dann wirklich gut zurück. Ja. Ja. Tag, nicht immer bitte Transport fertig. Ich will schon mal eine Tage, damit die weiter brauchen RTW erfolgen. Und dann da schon mal ein Problem weniger. Den jetzt mal mit. Bin unterwegs. Höre. So. Du fährst auch mit. Die Motorrad muss man wahrscheinlich mitfahren lassen. Bin unterwegs. Ja, wie ich so gedacht habe. Und das hinterher.
jetzt halt die Schranke gleich einmal dazu machen. Ja? So, kann ich hier auch schon wieder ein. So, jetzt haben wir 15 Minuten, glaube ich schon, oder ein bisschen mehr, aber also noch hier macht es keine Probleme. Ja, wir haben jetzt glaube ich schon 17 Minuten. Hier macht es keine Probleme, also noch sehe ich hier gerade nichts vom Aufnahmeprogramm. Ich stress lieber mal nicht zu früh, sonst hat das bei Winterberg jetzt schon angefangen zu ruckeln und so. Hier geht das zum Glück. Deshalb mache ich Überfälle wahrscheinlich wie immer 20 Minuten oder länger. Schockzustand. Dann machen wir den LTV. Dann möchte ich die Einsätze stoppen. Dann habe ich den jetzt hier abgearbeitet, dann habe ich schon wieder unsere Aufnahmezeitung. Tack, tack, tack. Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Welche einmal unterstützen? Und dann wieder. Ich hab die Trage holen. Höre. Wird ausgeführt. Das ist gut. Bin unterwegs. Höre. Bin unterwegs. Na, mal bitte im Fahrzeug B handeln. Ja, okay, da anwenden kann ich noch transportiert werden. Ja, und wenn ich hier gerne mal Übung zeigen soll, zum Beispiel, wenn ja, hier das Übungsteil, dass man zum Beispiel mal sagt in einer Folge, zum Beispiel hier macht die Folge mal eine Übung oder sowas zeigen soll, können wir es auch gerne mal mit einbinden. Dass wir halt nicht nur den Alltag haben hier mit den Einsätzen, sondern auch mal hier zum Beispiel so ein Fest oder eine Übung haben. Oder hier zum Beispiel an, ich sagte zu Matthias, da war hier an Cinemax, Entschuldigung, an die Cinemax war eine große Übung machen. Dass wir so ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Weil wie ich sagte, wenn ich das auf Dauer mache, nur die Einsätze abklappe, auch wenn schöne viele Verabschiede dabei sind, wird das ein bisschen langweilig. Deshalb gucke ich halt, ich möchte Abwechslung reinkriegen, aber auch zum Beispiel, dass jetzt keine Folge vernachlässigt wird. Zum Beispiel, jetzt habe ich glaube ich 6 Folgen über Phil, dann habe ich 6 Folgen Winterberg, die ich auch halt am meisten, am liebsten gerne mache. Dann hätte ich auch noch Stadtfälle, glaube ich, und Dorfmod. Die ich auch noch gemacht habe. Also nicht gemacht habe, aber aufgenommen habe in dem Sinne. Jupp, das dazu. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann bis zum nächsten Mal.